Der Gentleman Scientist entführt euch auf eine Reise kreuz und quer durch die Wissenschaft. Zusammen mit den Zuschauern in seinem Twitch-Chat verfolgt er vor allem Biologie, Medizin und Psychologie. Heute erkundet er mit euch Interessantes und Aufregendes aus den aktuellen Wissenschaftsnachrichten. Willkommen bei den Science News. Genau. Wir sind nämlich letztens im ADHS, in den ADHS Science News, so auf einer Tangente nochmal auf das Thema gekommen, ne, Frauen in der Medizin. Da gibt es ja im Grunde zwei große Aspekte. Nämlich einmal den Aspekt, den wir uns hier jetzt stellen, nämlich, ne, stellen sie sich nicht so an, also dass Frauen prinzipiell kaum ernst genommen werden, was ihre Beschwerden angeht. Da können wahrscheinlich ganz viele Leute im Chat ein Lied von singen. Was im Grunde darauf fußt, dass die gesamte Medizinforschung für lange, lange Zeit männlich dominiert war. Und zwar nicht nur in der Ausführung, sondern auch was die Probanden angeht. Waren das eben hauptsächlich Männer. Und das führt natürlich dazu, dass Frauen in der Medizin nur in deutlich geringerem Maße abgebildet sind. Ne, von anderen Minderheiten wollen wir mal gar nicht erst anfangen. Das wird ja nur noch schlimmer. Ne? Dunkelhäutige Personen und Dermatologie, ne, also Hautkrankheiten zum Beispiel. Oder haben es da schon wieder auf Krawall gebürstet. Aber zu Recht, ich verstehe das gut. Ich habe durchaus selbst einen Fall in meinem Umfeld. Ich habe es schon ein paar Mal angeschnitten. Ich habe eine Freundin, die an Long-Covid leidet. Die muss regelmäßig ihren Mitbewohner mitnehmen, der einen Doktortitel hat. Und wenn dann ein alter weißer Mann mit Doktortitel aufschlägt, was plötzlich alles geht, was vorher völlig unmöglich war, ist... Man weiß nicht, ob man hysterisch lachen oder lauthals weinen soll. Und Raubfriese, Minderheiten definieren sich ja nicht nur durch die pure Anzahl. Es ist ja leider komplexer. Ne? Stellen Sie sich mal nicht so an. Viele Frauen fühlen sich vom medizinischen Fachpersonal nicht ernst genommen. Zum Teil berichten sie unter dem Hashtag Frauen beim Arzt auch von Diskriminierungen. In der Ärzteschaft fehlt dafür oft das Bewusstsein. Ja, well, was soll ich dazu sagen? Könnte eventuell, also wie hoch ist die Frauenquote unter Mediziner? Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt gendern sollte. Also ich meine, ja, es wird besser, aber wir sind noch lange nicht da, wo es hingehört. Erst zwei Tage nach ihrem Fahrradunfall erfuhr Valerie Hofmeister, ich vermute, der Name ist geändert, dass ein Knochen in ihrem Gesicht gebrochen war. Zwei Tage danach. Eda mit Eda, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Zwei Tage für einen Knochenbruch ist schon hart. Also ich meine, da sind wir ja an einem Punkt, wo es auch tatsächlich gesundheitlich relevant wird, dass dieser Knochen nicht ordentlich zusammenwächst. Im Sommer 2020 war die Studentin mit ihren Freunden unterwegs, als sie mit dem Fahrrad stürzte. Ich war total benommen, erinnerte sich die heute 28-Jährige. Ich konnte mich stundenlang nicht daran erinnern, warum mein Gesicht so geschwollen ist. Zeichen für eine Gehirnerschütterung. Hinzu kamen starke Schmerzen. Als Hofmeister ihrem Hausarzt am nächsten Tag von ihrem Unfall erzählte, habe er sie nur mitleidig angesehen.
Da hat er mich mit einer seltsamen Babystimme gefragt, ob ich denn arg geweint habe. Und dass es natürlich ganz schlimm ist, wenn man hinfällt, erzählt die junge Frau. Alter, ich glaube, in dem Moment hätte ich ihn erwürgt. Aber nur ein bisschen. Vielleicht. Dann wäre er nur ein bisschen tot gewesen. Er hat mit mir geredet wie mit einem kleinen Kind. Sein Rat? Nach Hause gehen, das Gesicht kühlen und die Schürfwunden einseiten. Nach wenigen Minuten verließ die Studentin perplex die Praxis, ohne untersucht worden zu sein und ohne Aussicht auf eine Bildgebung ihres Kopfes, die bei derlei Verletzungen eigentlich Standard ist. Ich habe an mir selbst gezweifelt und dachte, er wird schon wissen, was er tut, sagt sie. Ja, und das Problem ist, wenn ihr mich fragt, würde ich genau das auch immer sagen, ne? Traut eurem Arzt, der sollte wissen, was er tut. Es ist später Raubfriese. Wir haben halt das Problem, dass Arzt oder Ärztin ein Beruf ist, wo Fehler machen halt nicht dazu führen, dass man es leider jetzt nochmal auseinanderbauen und nochmal anders zusammensetzen muss. Das heißt, da sind Fehler entsprechend fatal. Und deswegen ist es auch dramatisch, wenn das passiert. Gleichzeitig kann ich natürlich nicht leugnen, ne, dass ÄrztInnen auch nur Menschen sind, die natürlich sowohl einfach potenziell Fehler machen können, was normal ist. Menschen sind fehlbar. Aber natürlich auch ganz natürlicherweise in ihrer eigenen Sozialisierung gefangen sind. Das soll das jetzt nicht schönreden. Aber dass das passiert, ist so gesehen völlig normal. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, zu welchem Grad das normal ist und zu welchem Grad man das akzeptieren sollte. Und ich bin völlig dabei zu sagen, das sollte nicht passieren und niemand sollte sich so behandeln lassen. Ne? Und kein Arzt, keine Ärztin sollte die Patienten so behandeln. Da bin ich voll dabei, das möchte ich gar nicht kleinreden. Aber wir müssen halt erstmal feststellen, dass Menschen fehlbar sind und da sind Ärzte nicht ausgenommen. Das macht es mir immer super schwierig, so ein bisschen Ratschläge zu erteilen. Wir hatten das auf dem Discord letztens, da ging es um die Impressumspflicht von Creatoren und dass es Impressumservices gibt und aber die Rechtslage nicht so ganz klar sind, ob Impressumservices überhaupt rechtlich hinreichend sind und inwieweit man da, also inwieweit dann die Angabe des Klarnamens da eine Rolle spielt, ne, ob der Impressumsservice auch irgendwie mit Nickname und so weiter. Veröffentlichen kann oder, ne, also, weil mit dem Realnamen ist man 15 Euro und eine Anfrage beim Melderegister von der Meldeadresse der Person entfernt. Das heißt, sobald ich meinen Realnamen irgendwo angebe, kann ich mir den ganzen Krempel eigentlich sparen. Und am Ende musste ich halt feststellen, okay, für mich ist die Sachlage unklar, weil ich kein Jurist bin. Aber idealerweise, und mir ist bewusst, dass das eine naive Weltsicht ist, haben die Leute, die einen Impressumservice anbieten, das natürlich anwaltlich abgeklärt.
ob das funktioniert und wie das funktioniert. Ne? Und idealerweise hätte ich dann natürlich gesagt, verlasst euch auf die Leute, die sowas anbieten. Die sollten sich da eingearbeitet haben. In vollem Wissen, dass es genug Leute gibt, die genau das nicht tun. Aber wenn ich umgekehrt mal annehme, dass alle Leute Mist bauen, mache ich alles selber. Und das geht faktisch nicht. Ich kann mein Leben nicht bestreiten. Ich kann mein Geschäft nicht leiten. Ich kann meinen Beruf nicht ausüben, ohne mich irgendwo auf die Kompetenz anderer Leute zu verlassen. Das geht ja nun mal nicht. So, that said, ist es natürlich völlig richtig, ne, wenn man bei diesem Fall jetzt aufgebracht ist und sagt, Alter, das geht doch so nicht, weil natürlich, das geht so nicht. Ne? Einmal die Art und Weise, wie hier mit der Patientin umgegangen wird, aber auch die eklatante Fehlentscheidung, die dahinter steht. Ne? Weil Kopfverletzung ist Bildgebung Standard, steht im Artikel, ist auch tatsächlich mal ein Stand des Wissens. Ne? Insbesondere wenn Desorientierung, starke Schwellung und so weiter, also ganz klar Zeichen einer Gehirnerschütterung gegeben sind, da muss abgeklärt werden, ob Schlimmeres passiert ist. Ne? Weil ich meine, dieser Fall läuft dann auch auf gebrochene Knochen im Gesicht hinaus. Es hätte ja genauso gut irgendwie eine Hirnblutung auftreten können. Das hätte noch ganz anders schief gehen können. Und genauso wie der Person in dem Artikel, ne, Lüftheld bestätigt das auch, ne, man zweifelt auch wirklich an sich, wenn eine kompetente Fachperson vor einem sitzt und alles in Frage stellt, hätte ich auch immer gezweifelt. Ne? Die wenigsten von uns sind dann so gefestigt auch in dem, was sie erwarten können, dass sie sich dann hinstellen und sagen, wissen Sie was, lecken Sie mich am Arsch. Das und das und das ist Standardverfahren und das, was sie hier machen, ist im Endeffekt ein Kunstfehler und auf ganz vielen Ebenen angreifbar. Wenn man aber natürlich nicht vom Fach ist, was ja die meisten Leute nicht sind, steckt man da natürlich nicht so tief drin. Ne? Wenn das jetzt eine andere Ärztin ist oder ein Rettungssanitäter oder so, oder eine Krankenschwester meinetwegen, sieht die Sache anders aus, aber das ist ja in den meisten Fällen nicht der Fall. Und ich wollte den Begriff Krankenschwester vermeiden. Es tut mir leid. Ich arbeite dran. Und wenn Delaney jetzt sagt, na, wir haben auch das Problem, dass Ärzte mittlerweile in erster Linie Unternehmis sind oder erst in zweiter Linie Heilis, würde ich sagen, das stimmt. Ich glaube aber nicht, dass das hier das Problem war. Das ist ein klassischer Fall. Also das, da glaube ich schon wirklich, so wie der Fall hier dargelegt wird, das ist ein Fall von Patienten nicht ernst genommen. Patientin hat einen Fahrradunfall gehabt. Wahrscheinlich war die Schwellung inzwischen ein bisschen zurückgegangen. Oder halt auch nicht, völlig wurscht. Und er hat gedacht, er ist aufs Gesicht gefallen, ist geschwollen, ist zerkratzt, tut weh. Frau hat eine Panikattacke gehabt, ist jetzt bei mir hier und ey. Was soll ich mit dem Kack? Ne? Die hat ja im Grunde nichts. Und ich glaube ihm auch, dass er wirklich dachte, kühlen, abschwellen lassen, alles wieder gut. Obwohl er alle Informationen hatte. Er war einfach in dem Moment nicht in der Lage, über sein Vorurteil hinwegzusehen. Und das ist das Problem. Und das ist wirklich ein massives Problem. Ne? Hier geht's dann weiter. Ne? Er ist der Mediziner in der Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses, stellte am Folgetag fest, ihr Jochbein war gebrochen. Ah, das tut aber auch wirklich weh.
Jochbeinbrüche zählen zu den häufigsten Verletzungen des Gesichtsschädels, meist müssen sie chirurgisch behandelt werden. Sieht halt ansonsten irgendwie angedatscht aus, ne? Hofmeister hatte Glück. Wäre der Bruch etwas mittiger gewesen, hätte man mich operieren müssen. Sie erhielt die Empfehlung, sich mehrere Wochen lang körperlich zu schonen, die Stelle zu kühlen und Schmerzmittel einzunehmen. Folgeprobleme hatte sie erfreulicherweise nicht entwickelt. Die Geschichte hätte allerdings auch anders ausgehen können. Weil sich das Jochbein am seitlichen Rand der Augenhöhle befindet, können unbehandelte Verletzungen zu dauerhaften Sehstörungen führen. Und alle Alpha-Männchen da draußen würden jetzt natürlich sich auf die Brust schlagen und sagen so, ja, das hat doch der Arzt sofort gesehen, dass das kein Problem ist. Weil im Endeffekt hat sie ja jetzt gemacht, was er vorgeschlagen hat, ne? Oh, es ist überhaupt alles, ne? Hat er mit seinem geschulten Adlerauge sofort gesehen, wo der Bruch ist und alles gar kein Thema. Aber so funktioniert es ja nicht. Also, der hat einfach ein scheißen Glück gehabt. Bei Hoi hätte der eine Klage am Arsch gehabt, ne? Wenn da jetzt was passiert wäre. geht bis zu ne Lizenzverlust. Also Verlust der, wie sagt man, Approbation als Arzt, wenn man Pech hat. Genau, in dem geschilderten Fall war er zu faul, zu wenig engagiert und der Sexismus hat definitiv nicht geholfen. Und er hat halt wirklich einfach Schwein gehabt, ebenso wie die Patientin, ne, dass das jetzt alles glimpflich ausgegangen ist. Weil ansonsten wäre das vielleicht auch für ihn eklig geworden. Irgendwas ist mit meinem Mausrad nicht okay. Valerie Hofmeister denkt, dass sie aufgrund ihres Geschlechts anders behandelt worden ist. Auch Alice Burkhardt, Name vermutlich auch geändert, erlebte Ähnliches. Als sie sich 2021 zum zweiten Mal zur Vorbeugung gegen Gebärmutterhalskrebs gegen humane Papilloma impfen Viren impfen lassen wollte, habe sie vom Arzt zu hören bekommen. Oh, so hübsch wie sie sind, können sie mit Mitte 20 ja wohl keine Jungfrau mehr sein. Wow. Klatschen gehen. Also, mal unabhängig von der ganzen medizinischen Perspektive, ist es einfach ein harter Übergriff. Und es steht ihm nicht zu, das auch nur ansatzweise zu beurteilen. Hi. Und was er damit natürlich zu sagen versucht, ne, ist das, was im Nachsatz steht. Idealerweise erfolgen die notwendigen Impfungen vor dem ersten Sexualkontakt, da die Erreger vor allem durch ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragen werden. True. Und ich würde sogar sagen, man könnte drüber nachdenken, sich man könnte drüber nachdenken, diesen Umstand irgendwie anzusprechen. Ne? Finde ich voll okay, darauf hinzuweisen, so, also grundsätzlich gerne, aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich Sinn hat, aus diesen und jenen Gründen. Ne? Das war aber definitiv nicht die Art und Weise, wie man da hätte rangehen sollen. Wenn man sich mal überlegt, was für ein Übel müsste die Vertreter der Ärzte, die Verbände immer so gegen die Landschaft kotzen, wundert mich das nicht, dass manche Ärzte so eine Scheiße von sich gehen. Absolut nicht, Lilly. Absolut null. Also gerade, ich sag mal so, ne, die Führungsebene in dem Bereich, da ist noch ganz viel so das alte Engel in Weiß Gehabe.
Das ist teilweise wirklich nicht schön. Und selbst Ärzte sagen das über Ärzte. Also das ist nicht mal irgendwie, dass wir da von außen irgendwie einen Blick haben. Ich habe KollegInnen mit einer Medizinerausbildung. Und selbst die sagen, ja, Mediziner sind da immer ein bisschen besonders. Oh. So. Krawallhamster meint im Chat, dass die Impfung unter Umständen auch hilft, wenn man schon infiziert ist, dass das Virus nicht ausbricht und falls doch, dass der Körper besser darauf reagieren kann. Das ist sicherlich nicht falsch, es ergibt zumindest immunologisch Sinn. Ne? Ich meine, am Ende sind das alles Empfehlungen. Ne? Das, was hier genannt wird, ist im Endeffekt ne, einerseits der Idealzustand und B, die STIKO-Empfehlung. Ihr könnt euch die Hucke zuimpfen lassen, wenn ihr einen Arzt findet, der das mitmacht und es keine aktiven gesundheitlichen Gründe gibt, die dagegen sprechen. Die STIKO-Empfehlungen sind ja nur Empfehlungen. Das heißt, alles andere ist überhaupt gar kein Problem. Ist dann leider ultra abhängig ne, von der behandelnden Person, ob sie das mitmacht oder nicht. Und ich glaube, es kann sein, dass sich das auswirkt, ob es von der Kasse übernommen wird oder nicht. Das ist halt die Problematik an der Geschichte. Aber grundsätzlich hält die Abwesenheit einer STIKO-Empfehlung euch nicht davon ab, eine bestimmte Impfung zu bekommen. Ja. Und Krawallhamster, wenn du da konkrete Quellen für die Hinweise hast, wäre ich interessiert. Gerne irgendwie per PN schreiben oder einfach in meinen Bereich vom Discord posten. Da müsste ich dann nämlich auch noch mal ein bisschen aufholen. Kein Stress. Dachte mir nur, falls du es gerade parat hast. Hallo Rebundo, schön, dass du reinschaust. Oh. No. Genau, also die STIKO-Empfehlung bezüglich HPV ist natürlich so eine, weil die sagen, am effizientesten ist der ganze Booms, wenn man ihn von vornherein verhindert. Ne? Das ist ja auch wichtig und richtig und deswegen empfehlen sie natürlich eine Impfung vor dem ersten Sexualkontakt, was No. alles soweit sinnig und richtig ist. Das heißt natürlich aber eben nicht, dass eine Impfung danach völlig sinnfrei ist. Der Schutzeffekt wird halt nur geringer und ich vermute, die STIKO hat für sich dann beschlossen, entweder die Datenlage ist zu scheiße oder der Nutzen ist zu gering, um da eine Empfehlung auszusprechen. Die STIKO ist da ja immer ein bisschen schwierig in der Art und Weise, wie sie Kosten und Nutzen abwägt, weil ich nur bedingt verstehe, wo da die Kosten sind für eine Person, sich impfen zu lassen, im Vergleich zu dem Nutzen, der dabei rumkommt, wenn wir jetzt mal davon absehen, dass es Kosten für das Gesundheitssystem verursachen könnte, wenn man den Krempel von der Kasse übernehmen lässt. Wo ich mir halt sage, okay, aber ist es die geheime Aufgabe der STIKO, die Krankenkassen zu schützen? Aber das ist vielleicht auch wieder ein anderes Thema. Wir haben uns ja hier schon das ein oder andere Mal über die STIKO ausgelassen. Das müssen wir jetzt vielleicht nicht nochmal machen. Wie vielen Frauen es ähnlich ergeht, hat ein populärer Post in den sozialen Medien im Januar 2022 verdeutlicht. Unter dem Hashtag Frauen beim Arzt erzählten zahlreiche Betroffene auf der Plattform X, ehemals Twitter,
von Erniedrigung, Verharmlosung oder sogar sexualisierter Gewalt im Kontakt mit Ärztinnen und Ärzten. Die Tweets generierten viel Aufmerksamkeit, mehrere Medien berichteten. Was hat sich seitdem getan? Bei den Beschwerdestellen der Landesärztekammer scheint die Problematik bisher nicht angekommen zu sein. Ach, nicht! Weil euch noch keiner einen Fax geschickt hat, oder? Hallo Lemiriel, schön, dass du reinschaust. Das halte ich für eine Ausrede. Also, bei allen Ernstes. Es kann nicht sein, dass es ihnen bisher nicht aufgefallen ist. Die haben vielleicht noch nicht so richtig eine offizielle Beschwerdewelle gekriegt. Aber dass ihnen das Problem nicht bekannt ist, das glaube ich ihnen nicht. Krankenkassen geben doch auch nur die Kosten weiter. Also zu hohe Kosten schaden vor allem den Schwachen und Armen der Gesellschaft. Zu hohe Kosten des Gesundheitssystems, Rebundo? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich würde behaupten, dass die Armen und Schwachen durchaus davon profitieren, wenn das Gesundheitssystem mehr übernimmt als weniger. Das ist halt dann immer eine Frage von, ne, wie man die Belastung, die daraus entsteht, verteilt. Das würde ich aber jetzt so pauschal mal nicht sagen. Auch dann, wenn eine Frau oder ein Mann bereits sexuell aktiv ist und schon Infektionen mit dem humanen Papillomavirus durchgemacht hat, kann eine HPV-Impfung sinnvoll sein. HPV sind in der Lage, das Immunsystem geschickt zu umgehen. Natürliche Infektionen mit dem Virus hinterlässt deshalb nur eine Immunität, die auf diesen einen Virustyp und wahrscheinlich auch auf das infizierte Areal begrenzt ist, auch, aber keine dauerhafte Immunität gegen den ganzen Organismus. Da müsste ich jetzt direkt mal gucken. Durch die Impfung dagegen wird eine anhaltende sichere Immunabwehr aufgebaut, die bei dem eben zukünftigen Kontakt mit den beiden Hochrisikovirustypen 16 und 18 davor schützt, dass sich aus diesem Kontakt noch eine Infektion, Krebs verstufen und Krebs entwickeln. Berufsverband der Frauenärzte. Ja, okay, das ist ja als Quelle schon mal nicht ganz unseriös. Begründung. Die natürliche Immunität ist deutlich beschränkter und weniger haltbar als die der Impfung. Plus geht eventuell gar nicht gegen den Virustyp. Ne? 16 und 18 sind die, die vorrangig Gebärmutterhalskrebs verursachen. Gegen den vornehmlich geschützt werden soll. Ne? Weil die anderen HP-Viren sind ja eher uninteressant. Super gut dafür. Danke, Krawall Hamster. Das würde ich jetzt, also im Berufsverband der Frauenärzte würde ich jetzt erstmal soweit zutrauen, das sinnvoll wiederzugeben, insbesondere weil sie ja nichts davon haben, hier die Impfung unnötig zu hypen. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Eben an das Quelle Zentrum für Krebsregisterdaten, Robert Koch-Institut. Ja dann, wenn das die KollegInnen gesagt haben, dann ist das sowieso über jeden Zweifel erhaben. Auch nicht, ne? Auch da natürlich immer kritisch hingucken, zumindest dann als Fachperson. Auch die machen Fehler, man glaubt es kaum. Aber das ist, also es ist erstmal so seriös, wie es dann geht, würde ich behaupten. Aber die haben das auf jeden Fall nicht gesagt, wenn sie sich da nicht sehr sicher wären. Ja, dementsprechend nehmt das Faktum und geht damit zu euren FrauenärztInnen. Halte ich für eine gute Idee. Lasst euch impfen, Leute. Ah. Jetzt könnte man fast nochmal drüber nachdenken. Ich meine, gut. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das bei mir jetzt noch hat. Eventuell muss ich meine Serologie machen lassen oder so. Die werde ich dann aus eigener Tasche bezahlen müssen. Mal schauen. Eins nach dem anderen.
So. Ja, genau. Also die Landesärztekammern spielen bisher noch eine nicht sehen, nichts hören, nichts sagen. Auf Anfrage schon spektrum.de teilte die Ärztekammer Nordrhein mit, dass Beschwerden von Frauen, die sich in der Arztpraxis medizinisch schlechter behandelt fühlten, unbekannt seien. Wie einfach ist es denn, sich bei dieser Ärztekammer zu beschweren? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wir gucken einfach mal kurz. Ärztekammer Nordrhein. Hier. Ich möchte mich gerne beschweren. Wo muss ich hin? Ärzte. Patienten, Prävention, Beschwerde einlegen. Okay, es geht also zumindest. Ich finde es jetzt auch nicht unnötig schwer bisher. Mal gucken. Inhaltsübersicht, wann und wo reiche ich Beschwerde bei der Ärztekammer ein? Beschwerdeformular ist ein PDF. Es gibt also nicht, also es gibt halt schon mal kein Webinterface. Man muss das Ganze wahrscheinlich dann und dann per Post. Ja. Na gut. Aber immerhin, also es geht. Ne? Ich würde jetzt sagen, die Schwelle ist jetzt eher so mittel. Man möchte meinen, dass das, wenn es denn ernst ist, es auch in der Nähe ist. Also im Rahmen des Möglichen ist, einen Brief zu schicken. Aber ich hätte jetzt natürlich gerne ein Kontaktformular gesehen mit, ne, hallo, ich bin Lieschen Müller. Hutkrempe und ich möchte mich über Arzt XY beschweren, wegen so und so, hier und da. Ich bestätige, dass alle Angaben richtig sind. Hier ist meine Anschrift und meine Telefonnummer für Rückfragen. Go for it! Naja, aber also immerhin es geht, das ist ja schon mal was. Die Ärztekammer Berlin gab an, dass die von ihr geführte Statistik nicht ausreichend differenziere. Das glaube ich wiederum sofort. Und auch der sächsischen Landesärztekammer liegen keine Beschwerden von Frauen vor, die sich diskriminiert fühlten. Sie verzeichnen allerdings pro Jahr 1 bis 2 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Immerhin. Also ich meine, ne, besser als nix. Dabei hat die Forschung in den letzten Jahrzehnten immer wieder Hinweise darauf gefunden, dass Frauen, insbesondere solche mit Migrationshintergrund oder nicht weißer Hautfarbe, in der medizinischen Versorgung benachteiligt werden. US-PatientInnen, nicht schwanger, die sich wegen Bauchschmerzen in der Notaufnahme vorstellten, bekamen seltener opioidhaltige Schmerzmittel als Männer. Sie warteten im Schnitt auch 16 Minuten länger auf die Medikamente, selbst wenn sie gleich starke Schmerzintensitäten angaben, wie ein Team um Esther Chen von der University of Pennsylvania nachwies. In einer Übersichtsarbeit von 2018 fassten Fachleute der schwedischen Universität Göteborg zusammen, dass Schmerzpatientinnen häufiger als hysterisch, emotional und jammernd beschrieben werden oder dass sie sich ihre Beschwerden nur einbilden. Außerdem erhielten Frauen mit chronischen Schmerzen eher eine psychische Diagnose statt einer körperlichen, obwohl Frauen häufiger an chronischen Schmerzsyndrom leiden als Männer. Science. Was soll ich dazu sagen? Wir wissen das. Ich weiß das schon ewig. Und wenn ich das schon weiß, wissen Leute, die in dem Feld unterwegs sind, das garantiert noch länger. Das ist jetzt also wirklich keine Neuerung. Und ich behaupte einfach mal, dass jeder und jede, die in dem Fachbereich arbeitet und sagt, ja, davon wissen wir nichts,
entweder ihren Job nicht ordentlich gemacht hat. Oder das ganze Problem nicht ernst, also auch bewusst nicht ernst nimmt. Hallo, Mr. Joshman. Sind wir mal ehrlich. Hier, ne, 2008. Ihr seht, ich muss reinklicken. Hier, jetzt Monster, ja. 2008 ist der Nachweis gewesen. Ne? Und das ist garantiert nicht der erste Hinweis. Ne? Ich erzähle euch das seit Jahren, dass das ein Problem ist. Können wir nicht erzählen, dass das kein Problem, also dass das in den entsprechenden Kreisen nicht bekannt ist. Es wird möglicherweise nicht ernst genommen, was eigentlich nur der Zirkelschluss dazu ist, dass selbst Frauen, die quasi per Proxy hier in Studien vertreten werden, wieder nicht ernst genommen werden, indem man die Studien nicht ernst nimmt. Smetbonia, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Und Mr. Joshman, wir reden über nicht ernst genommene Frauen im Gesundheitswesen. Freundin hatte immer Unterleibskrämpfe, die nicht normal waren. Erst als sie davon Magen-Darm-Beschwerden bekommen hat, deswegen operiert werden musste, hat sie die Diagnose Endometriose bekommen. Ja, Endometriose ist ist immer noch viel zu häufig eine Zufallsdiagnose. Wie oft ich das höre, dass entweder Frauen ganz super lange Krankengeschichten haben, bis irgendeiner mal auf Endometriose kommt, oder dass halt zufällig ne Bauch-OPs gemacht werden und dann hinterher gesagt wird, ach übrigens, wir haben da gleich mal die Endometriose mit entfernt, ne? Das ist einfach furchtbar. Und ich verstehe nicht, warum das nicht. Also, ich muss zugeben, ich kenne mich halt da mit der Diagnose nicht aus. Ob das so ein Riesenproblem ist, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Bin ich jetzt die Problematik bekannt, aber sie zu verfolgen und an der Behebung zu arbeiten, ist eben genau das Arbeit. Arbeit verweint man gern, wenn man das irgendwie kann. Ist ein mögliches Szenario, Diddly. Ja. Ja, ja. Echt seltsam, dass sowas in feministischen Diskussionen als Argument genommen wird. Was genau? Dass Frauen in der Medizin benachteiligt sind? Ich glaube, es ist zu spezifisch, Rebundo. Wenn wir uns den ganzen Feminismus angucken als solches, hat er viel grundsätzlichere Probleme, die er erstmal lösen muss. Das heißt nicht, dass das in der Medizin kein Problem ist, ne? Aber wenn du teilweise noch um Selbstbestimmung über deinen Körper kämpfen musst, ist das bisschen medizinische Versorgung dann erstmal nachrangig. Ich glaube, da gibt es ganz grob, einfach im gesamten Feminismus gesehen, gibt es da viel grundsätzlichere Probleme. Ne, was nicht heißt, dass wir im medizinischen Bereich nicht das Problem sehen, erkennen und was dagegen machen sollten. Ne? Aber das kann man jetzt irgendwie nicht den FeministInnen zuschieben da draußen und sagen, kümmert ihr euch mal. Ich glaube, es heißt sogar Medical Gender Gap. Das kann durchaus sein, ja. Ich habe den Begriff jetzt so noch nicht gehört, aber es ergäbe Sinn. Und es ist ein Thema, das ist ein Riesenthema. So. Waren hier. Mein Mausrad ist manchmal irgendwie übermotiviert.
Das Problem besteht auch bei anderen Erkrankungen. Frauen mit einer Herzrhythmusstörung litten im Schnitt mehr als 6 Jahre länger unter den Symptomen als Männer, bis sie operativ behandelt wurden. Ich möchte da an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass der Herzinfarkt bei Frauen signifikant andere Symptome haben kann als bei Männern. Klassisches Stechen in der Brust, Schmerzen im Arm. Das ist der männliche Herzinfarkt. Bei Frauen, oh Gott, was war es? Es ist so wenig präsent, dass ich es auch immer wieder vergesse. Rückenschmerzen, wenn ich mich nicht irre, sind ein ganz zentraler Punkt. Was wir da auch nicht wissen, muss kein Troponin erhöht sein für den Herzinfarkt. Okay, ja, das ist natürlich schon eine relativ spezifische Geschichte, ne? Und ja, muss es nicht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das ein spezifisch männlich-weibliches Phänomen ist. Da bin ich tatsächlich einfach zu lange raus aus der harten medizinischen Diagnostik. Troponin, für alle, die nicht informiert sind, ist eine Substanz, die im Grunde aus Herzmuskelzellen freigesetzt wird, die im Blut nachweisbar ist. Ne? Und wenn dann, wie beim Herzinfarkt zum Beispiel, massiv Herzmuskelzellen flöten gehen, ist es messbar. No. Außerdem berichteten sie häufiger davon, sich von ihren Ärzten und Ärztinnen nicht ernst genommen zu fühlen, etwa weil diese die Symptome leichtfertig auf Stress zurückführen. Zu diesem Schluss kam 2017, 7 Jahre her, ein Team des Karolinska-Instituts in Stockholm mit einer Studie mit mehr als 200 Versuchspersonen. Und heute noch warten Betroffene von Endometriose hierzulande und in Österreich meist mehrere Jahre, bis die Diagnose gestellt wird. Chat ist informiert. Unter anderem, weil ihre Beschwerden sowohl von ihnen selbst als auch von ihren Hausärzten als normal abgetan werden. Es passiert so vielen Frauen tagtäglich. Vor allem auf Stress zurückzuführen, als ob Stress nicht schädlich ist. Ja, natürlich ist Stress auch schädlich. Das würde, glaube ich, auch keiner davon leugnen. Aber du behandelst Stress natürlich anders als Herzrhythmusstörung. Das ist schon eine etwas andere Diagnose. Möglicherweise werden Frauen deswegen weniger ernst genommen, weil ihre Symptome je nach Krankheitsbild von denen der Männer abweichen. Bis vor kurzem wusste man nicht, dass sich ein Herzinfarkt bei Frauen anders äußert. Seht ihr mal, da sind wir. Deshalb hat man oft psychosomatische Probleme vermutet, sagt Christiane Groß, Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes e.V., der sich für die Belange von Frauen im ärztlichen Beruf und für geschlechtersensible Medizin einsetzt. Mittlerweile lege man im Medizinstudium und in der ärztlichen Weiterbildung Wert auf gendersensible Medizin. Das heißt nicht, dass das Wissen darum grundsätzlich überall umgesetzt wird, gibt groß zu bedenken. Ich hätte es jetzt sehr gerne gesehen, dass sie hier nochmal kurz erklären, wie sich der Herzinfarkt bei Frauen genau äußert. Einfach nur, um das Wissen nochmal wieder zu keulen. Damit sämtliche LeserInnen informiert sind. Das wäre so ein Satz gewesen, den man hier noch hätte einfügen können und man hätte gleich der Allgemeinheit noch was Gutes getan. Schade. Ist aber meckern auf hohem Niveau, ne? Also. Dass Frauen auch hierzulande beim Besuch aufgrund ihres Geschlechts weniger ernst genommen werden, ist also stark anzunehmen. Stark anzunehmen. Lieber Artikel, den Beweis hast du doch oben erbracht. Und jetzt ist es stark anzunehmen. Ich vermute, es ist stark anzunehmen, weil es hierzulande keine Zahlen gibt. Es ist literally der nächste Satz. Ne? Es fehlen bloß die entsprechenden Zahlen. Komm nicht an mein Getränk ran.
Himmel, Arsch und Wolkenbruch. So. Ganze Artikel, Frauen werden weniger ernst genommen. Artikel später stark anzunehmen. Ja, ich als Wissenschaftler, ich verstehe, wo es herkommt. Sie haben die Studien nicht, um es zu belegen. Also können sie nicht mehr machen, als stark annehmen. Weil sie ansonsten sich in den Bereich der Spekulation begeben, weil sie keine Zahlen dafür haben. Ne? Ich verstehe, wo es herkommt, aber es hat so eine gewisse kognitive Dissonanz. Das lässt sich nicht leugnen. Aber, also, wenn ich meine, ich weiß nicht, wie sehr das Spektrum sich jetzt an die Prinzipien der guten wissenschaftlichen Praxis hält und so weiter und so fort. Wenn ich ein wissenschaftliches Paper über das Thema schreiben würde, würde ich genauso formulieren, weil ich keine Zahlengrundlage habe. Es wurden Zahlen genannt, Smetbonia, aber nur aus den USA und Schweden und so. Pass auf. Es fehlen bloß die entsprechenden Zahlen. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes teilte schriftlich mit, dass sie nur sehr vereinzelt Anfragen zum Thema erreichten. Die Diskriminierung im Gesundheitswesen werde allerdings nicht regelmäßig in großen Befragungen untersucht, daher sei mit einer hohen Dunkelziffer zu rechnen. Derzeit laufe aber ein Forschungsprojekt zu Anlauf- und Beschwerdemöglichkeiten bei Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitswesen. Die Resultate wurden voraussichtlich ab Januar 2024 veröffentlicht. Wo Resultate, Antidiskriminierungsstelle? Januar 24 ist durch. Soll ich mal gucken? Warte. Hier. Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Über Diskriminierung. Arbeitsleben, Alltagsgeschäfte, Bildung, staatliches Handeln. Ich hätte hier Medizin als weiteren Reiter erwartet. Gesundheit und Pflege. Diskriminierungsriesen und Diskriminierungsschutz im Gesundheitswesen. Aha, okay. Wissenschaft und Forschungsbedarf für die Antidiskriminierungsforschung. Ist das Besagte? Tut mir leid, es ist weiß, ich kann es nicht verhindern. Von wann wurde das veröffentlicht? Sagt ihr mir sicherheitshalber nicht. Weil ihr euch schämt, oder wie? Habe ich das überblättert? Studie, AutorInnen. Das Ding ist nicht datiert? Hinten irgendwie im Impressum oder so? Stand Juni 21. Aber ist das jetzt das, was 24... Nein, das ist 21 erschienen. Aber warte mal. Aber das bedeutet doch, aber sie haben was von 21. Das ist ja nicht nichts. Weiß der jetzt die eine Hand nicht, was die andere tut? Gesundheitswesen als Dienstleister.
Sexuelle Identität sind zwei Seiten. Ah, hier, Geschlecht und Geschlechtsidentität. Diskriminierung durch Behandlungsunterschiede zwischen Frauen und Männern. Da. Beziehen sich auf Studien aus anderen Ländern. Besonders belegt bei Herzinfarkten, aus Gründen, die wir schon genannt haben. Ja, das ist auch in Deutschland belegt. Ja, führt auch, ne? Frauen mit Herzinfarkt sterben häufiger als Männer. Was absolut nicht sein muss. Ist jetzt aber auch nicht wahnsinnig üppig, ne? Muss man einfach mal so sagen. Aber ich meine, also, es gibt Fachmeinungen dazu. Es ist jetzt also nicht so, als wäre da nichts da, auch wenn es jetzt nicht brandaktuell ist. Aber auch die haben kaum Daten aus Deutschland, ne? Muss man an der Stelle mal sagen. Auch die Antidiskriminierungsstelle stützt sich hauptsächlich auf Studien aus anderen Ländern. Hallo Lance, schön, dass du reinschaust. Und Bienchen war da oben, hallo. Jetzt kommen wir einmal kurz hoch, habe ich irgendwen übersehen? Sieht nicht so aus. Ja. Komisch, fast so, als würde das keinen interessieren. Ich kann mir nicht helfen. Ach, witziger, guck mal hier, auch in einer Studie von 2021 ist literally der nächste Satz, die im Auftrag der Behörde durchgeführt wurde, heißt es, dass in Deutschland im internationalen Vergleich kaum dazu forscht. Und offensichtlich hat man aber nicht beschlossen, das Problem anzugehen. Ah. Mir fällt da nicht mal viel zu ein. Es ist so furchtbar. Das Schlimme ist, ich würde ja jetzt sagen, ich habe ja jetzt einen Draht in Gesundheitsdienst. Ich schubse da mal die Leute an, die dafür zuständig sind. Aber ich weiß nicht, ob es welche gibt. Weiß literally nicht, ob es Leute gibt, die sich dieser Schwierigkeiten annehmen. Abseits der Antidiskriminierungsstelle, die offensichtlich so alle 3-4 Jahre mal so ein Wisch formuliert und dann passiert auch nichts. So. Weil wenn wir mal ehrlich sind, ne, die Antidiskriminierungsstelle hat 2021 diese Studie rausgebracht und die Landesärztekammern sagen, nee, also wir wissen nichts von Diskriminierung von Frauen. In Deutschland werden Studien dann ausreichend finanziert, wenn das Ergebnis eine Renditensteigerung zur Folge haben könnte. Nee. Also, ich kenne dafür einfach zu viele Studien, die finanziert werden, die definitiv nicht dazu führen. Ne? Mein Brotjob wird finanziert durch etwas, was definitiv niemals irgendwo zu Rendite führen wird. Ja, wir kosten nur Geld. Millionen jedes Jahr. Mehr machen wir nicht. Wir verbessern dafür hoffentlich dann irgendwann auch die Gesundheitssituation der deutschen Bevölkerung, ne? Aber so einfach kann man es nicht machen.
Wenn einer nichts über Diskriminierung weiß, dann weiß er aus gutem Grund nichts darüber. Das ist so ein bisschen das, was ich auch unterstelle, Lance, ja. Wenn die es wüssten, müssten die doch was machen. Ja, Rebundo, ich gehe auch davon aus, dass es ein Stück weit durchaus gewollte Unwissenheit ist. Ne? Ich will ihnen nicht Bösartigkeit unterstellen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die genug andere Probleme haben, die ihnen wichtiger sind. Weswegen sie das Thema einfach links liegen lassen. Eieiei. Zu den fehlenden Daten kommen, dass die betroffenen Frauen selbst oft unsicher sind, wie ihre Erfahrungen einzuordnen sind und gar nicht wissen, wohin sie sich wenden können. Wichtiger Punkt, ne? Und da kann ich auch nicht mehr machen als aufklären, ne? Leute, es gibt Ärztekammern. Es gibt die Bundesärztekammer, ne, für alle Ärzte in Deutschland. Die macht aber mehr so allgemeinen Regelkram. Wir haben aber gerade gesehen, ne, man kann sich bei den jeweiligen Landesärztekammern beschweren, wenn man so behandelt wird. Was das bringt, kann ich euch leider nicht sagen. Aber das wäre eine mögliche Anlaufstelle. Ne? Der Artikel nimmt das hier auch jetzt nochmal auf, ne, und schreibt, eine erste Anlaufstelle bietet die unabhängige Patientenberatung Deutschland. Auch ein wichtiger Punkt. Die gemeinnützige Vereinigung berät rechtlich sowie medizinisch und verweist dann die zuständigen Stellen. Meist sind das die Landesärztekammern, die weitere Schritte einleiten. Oder halt auch nicht. Denn wer sitzt in den Landesärztekammern? Ärzte. Und deren Buddies. Das heißt, leider ist es wieder so ein Fall, ne, wo die Branche sich selbst kontrolliert, was einerseits total sinnvoll ist, weil die Leute Ahnung haben von dem, was in der Branche passiert. Aber gleichzeitig hackt halt die eine Krähe der anderen kein Auge aus. Ne? Ich will damit nicht sagen, dass die Landesärztekammern im Grunde das Ding im Sande verlaufen lassen werden. Aber ich vermute auch, dass der Druck nicht so wahnsinnig groß sein wird, den man da aufbaut. Ich würde es aber im Zweifelsfall trotzdem drauf ankommen lassen. Wenn eine Patientin sich diskriminiert fühlt, könnte das ein Verstoß gegen die ärztliche Berufsordnung sein, sagt Anja Lehmann, juristische Beraterin der UPD, also der unabhängigen Patientenberatung Deutschland. Dann erklären wir den Frauen, wie ein Beschwerdeprozess abläuft. Selbst wenn man nicht viel machen kann oder die Patientin nicht weitergehen wollen, vielen hilft schon, in einem geschützten Rahmen darüber zu reden zu können und das Gefühl zu haben, nicht allein zu sein, sagt Lehmann. Das ist nicht immer nur eine strikte Rechtsberatung. Es ist im Endeffekt ein Kummerkassen, ne? Was würdest du erwarten, dass Ärzte wegen ein, zwei Beschwerden aus dem Rennen genommen werden sollen, oder was? Ich habe nicht gesagt, dass jeder sofort seine Approbation verlieren soll, nur weil eine Beschwerde kam. Aber ich würde schon erwarten, dass die Beschwerde geprüft wird und bei ausreichender Schwere zumindest mal ermittelt wird, Rebundo. Ja, das würde ich erwarten, ne? Weil da im Zweifel Straftatbestände hinterstehen, ne? Von Körperverletzung bis hin zu was weiß ich nicht alles. Ich sage nicht, dass ein Arzt nicht auch mal Fehler machen darf. Ne? Also steht völlig außer Frage. Wir hatten das am Anfang. Menschen sind fehlbar. Völlig fein. Man hat auch in so einer ärztlichen Beratungssituation immer das Problem, dass man ist in der Regel alleine ohne Zeugen. Und dann ist im Zweifel ja auch Aussage gegen Aussage, ne? Alles soweit schick. Aber gerade wenn sich Beschwerden häufen zu bestimmten Personen, finde ich, könnte man da schon mal tätig werden. Ob eine Beschwerde erfolgreich ist, erfahren Sie und Ihre Kolleginnen meist nicht. Allerdings ist es häufig schwierig zu beweisen, was passiert ist. Ja,
Oft sind die Patientinnen allein im Behandlungszimmer, sodass Aussage gegen Aussage steht und das Verfahren im Zweifelsfall eingestellt wird. Das ist, als hätte ich den Artikel vorher gelesen. Was ich nicht habe, wirklich nicht. Das macht wenig Hoffnung. Die Betroffenen denken, sie hätten sowieso keine Chance, sagt Lehmann. Ich sage dann, vielleicht gab es schon andere, die sich beschwert haben. Eine Beschwerde kann dafür sorgen, dass sich der Arzt zumindest mit der Ärztekammer auseinandersetzen muss und sein Verhalten überdenkt, selbst wenn keine Sanktionen folgen. Das ist das Minimum, was ich erwarte. Dass dem Arzt mitgeteilt wird, ey, wir haben eine Beschwerde gekriegt. Denk mal drüber nach, ob du vielleicht eine Arschkrampe bist. Jetzt mal so salopp formuliert. Und ob du das weiterhin sein möchtest, ne? Weil, keine Ahnung. Man müsste jetzt gucken, wie man da so sinnvolle Grenzwerte ansetzt. Ab 3, 10, 30 Beschwerden kommen wir halt mal gucken und weiß ich nicht, dann hospitieren wir irgendwie 2 Wochen bei dir in der Praxis. Und das wird maximal unangenehm. Oder so, keine Ahnung. Ne? Da gibt es bestimmt also diverse Mittel und Wege. Beratungsangebote allein reichen aber nicht. Es sind strukturelle Änderungen nötig. Die Antidiskriminierungsstelle fordert in ihrem aktuellen 4. Bericht eine stärkere Sensibilisierung des medizinischen Personals gegenüber Diskriminierung. Ist das der aktuelle Bericht? Nee, ist auch 21. Okay. Gut, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Außerdem fordert sie einen umfassenden rechtlichen Diskriminierungsschutz. Laut Christiane Groß würde es zudem helfen, wenn Patientinnen sich darüber bewusst würden, dass sie manchmal andere Beschwerden zeigten als Männer und dieses Bewusstsein auch von ihrem behandelnden Arzt einforderten. Die Betroffenen würden nicht vor lauter Angst ruhig bleiben. Dürfen nicht vor lauter Angst ruhig bleiben, sagt Groß. Definitiv, ne? Also, wir haben immer so ein bisschen diese Schere zwischen Trauer der Fachperson und nimm möglichst viel Material von Dr. Google mit. Ne? Wir haben da letztens schon mal drüber gesprochen, dass es einerseits nicht hilfreich ist, seine Beschwerden ausführlich zu googeln und dann mit 5 verschiedenen Diagnosen zum Arzt zu laufen und zu sagen, das habe ich alles, machen Sie was. Andererseits ist es aber natürlich doch schlau, sich hin und wieder auch mal eine Zweitmeinung einzuholen, ne? Und wenn die aus dem Internet ist. Und einfach mal zu schauen, okay, was macht mein Arzt? Wie entscheidet der? Und im Zweifel halt auch tatsächlich zu hinterfragen, was die Entscheidungen sind. Und es tut mir total leid, dass MedMonia schreibt das auch, wenn das für euch eine schwierige Situation ist. Und ich verstehe, dass das gerade auch für Frauen riskant sein kann, gerade Ärzte, ne, im Behandlungszimmer dann offen zu konfrontieren oder zu hinterfragen, dann ist das vielleicht der Moment, wo man dann tatsächlich sich auch mal eine zweite Meinung einholt. Ne? Das ist natürlich auch wieder so ein Ding, es ist nicht bei allen Erkrankungen sinnvoll und möglich, zeitnah sich eine zweite Meinung einzuholen. Ne? Siehe der Jochbeinbruch. Also ich meine, da war es dann die Notaufnahme und es ging relativ gut. Das mag mit anderen Erkrankungen nicht ganz so simpel sein, dass man dann zeitnah auch an eine Zweitmeinung kommt. Ja. Das ist halt. Ich verstehe, wie schwierig das ist. Was in dem Fall vielleicht noch helfen kann, ist Telemedizin. Ich weiß es zumindest von der Technikerkrankenkasse, die jetzt gerade eine starke Telemedizin-Offensive hat. Die hat mit der App, ich glaube, die heißt TK-Doc, die Möglichkeit, dass man da eben an MedizinerInnen kommt,
ne, auf digitalem Wege. Das ist vielleicht eine relativ niedrigschwellige Option, sich nochmal eine Zweitmeinung einholen zu lassen. So frei nach, also im Zweifel, ich keine Ahnung, wie gut das funktioniert. Ich bin selber nicht betroffen und ich habe das selber auch noch nicht ausprobiert. Aber einfach mal hingehen mit, ich habe folgende Erfahrung gemacht. Ich habe das Gefühl, ich wurde missverstanden. Das sind meine Schilderungen, das ist die Diagnose dazu. Ich habe das Gefühl, es passt nicht, weil so. Was sagen Sie denn dazu? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Vielleicht tut's das, vielleicht nicht, aber es ist eine weitere Option, die ich jetzt hier aufzeigen kann. Ja. Es ist eine wirklich knifflige Situation, ne? Und wenn man das Gefühl hat, der Handwerker baut Mist, dann heuert man halt einen anderen an und lässt den das wieder reparieren. Das ist halt bei der Gesundheit aber nicht ganz so trivial. Das so richtig Patentlösung habe ich dafür logischerweise auch nicht, ne? Kann nur versuchen, irgendwie verschiedene Strategien in den Raum zu stellen und ihr müsst ein bisschen gucken, was für euch passt. Ja, genau, also genau das wäre zum Beispiel eine Option, Krawallhamster, ne? Für Rezepte und Co. wäre das, ist es vielleicht, ist Telemedizin vielleicht auch eine schöne Ergänzung. Ne, gerade wo jetzt dann auch das E-Rezept kommt, ergibt es ja plötzlich Sinn, wenn die einem das dann nicht irgendwie per Brieftaube zustellen müssen. Das ist ja schon mal hilfreich. Und ja, Arztwechsel ist auch natürlich immer eine Option. Ich glaube, vor allen Dingen wichtig ist, sich nicht entmutigen lassen. Eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss, ne? Wenn man ein gesundheitliches Problem hat und dann muss man auch noch mit den behandelnden Personen ringen, darum irgendwie wahrgenommen und ernst genommen zu werden. Ich kann an der Stelle halt nur sagen, ihr seid es wert, um euch zu kämpfen und ich würde nicht sagen, nur weil ihr eine andere Meinung habt als eine Fachperson, ist diese Meinung nicht valide. Es ist voll in Ordnung, eine Entscheidung einer behandelnden Person zu hinterfragen. Und sich, wie gesagt, weitere Meinungen einzuholen. Das ist super valide. Ich weiß, es ist schwierig, aber ich glaube, das ist ganz oft halt der Way to go. Und ja, Smetbone, ne, manchmal geht's nicht anders. Ich sehe das durchaus, ne, gerade wenn wir dann eben in den Bereich ne, seltener Erkrankungen kommen. Dann gibt's manchmal keinen Weg um bestimmte Personen drumherum. Oder nur sehr aufwendig, ne? Ich meine, es gibt sicherlich noch andere Fachpersonen in Deutschland, aber die sind im Zweifel halt weit weg und nicht immer eine Option. Ich sehe das Problem. Ich glaube aber, wenn wir tatsächlich darüber reden, dass wir dass das Problem kurzfristig nicht umschifft werden kann, dann müssen wir es halt lösen und da werden wir um eine langfristige Perspektive, ne, die auch ein Stück weit einen Kulturwechsel bei den Personen erfordert, die auf diesen Stellen sitzen. Also um den kommen wir nicht drum rum und das dauert einfach Zeit. Es kann sein, dass wir tatsächlich den Generationenwechsel brauchen auf diesen Jobs. Ja. Und das tut mir wahnsinnig leid, aber es kann sein, dass das die einzige Perspektive ist, die uns am Ende bleibt.
Was Rebundo übrigens schreibt, ne, dass Hausärzte keine Profis für Erkrankungen sind. Also für wirkliche Erkrankungen, das würde ich so nicht unterschreiben. HausärztInnen sind durchaus geschult, mit vielen Erkrankungen umzugehen, aber in der Regel halt mit Erkrankungen des, ich sage jetzt mal so salopp, des täglichen Bedarfs. Ne? Die gängigen Infektionskrankheiten, ne? die gängigen körperlichen Beschwerden, ne? Herz, Rücken, bla, was einem halt im Alltag so über den Weg läuft. Natürlich sind Allgemeinmedizinerinnen sind halt Allgemeinmedizinerinnen und entsprechend auf das spezialisiert, was euch im Alltag so begegnet. Wenn es spezieller wird, ist es richtig, da sind sie nicht für ausgebildet. Das ist auch nicht ihr Fokus. Da verweisen sie dann weiter, idealerweise. Ne? Dass es natürlich dazu auch wieder zu Fehleinschätzungen kommen kann und wird, ist leider Teil des Business, ne? Dass auch AllgemeinmedizinerInnen bestimmte Erkrankungen nicht auf dem Schirm haben, ist völlig normal. Wir kommen jetzt wir haben inzwischen die Situation, dass Masern, dadurch, dass so viele Leute geimpft sind, aber halt nicht alle, so selten sind, dass die ÄrztInnen, die momentan praktizieren, sie nicht erkennen, weil sie noch nie gesehen haben, außer irgendwo mal in einem Lehrbuch, und dann fehldiagnostizieren. Was kein Problem wäre, ne, wenn wir die Masern aus Deutschland verbannt hätten. Also, dann wäre alles schick, aber haben wir ja leider nicht. Ergo, ja. Das ist ein Faktor, der da noch mit reinspielt. Und das werden wir auch nicht rauskriegen. Also, das ist ein Problem, das keine Lösung hat. Ne? Weil die Leute einfach immer einen bestimmten Wissensfokus haben werden. Aber das hat dann auch nichts mehr mit Diskriminierung von Frauen in der Medizin zu tun. Das ist halt einfach eine Frage von, was kann ein Mensch leisten? Aber ja, Rebundo, ich stimme dir völlig zu. Ne? Also Fehldiagnosen sind kacke und wenn es dann richtig nach hinten losgeht, erst recht. Es ist jetzt schwer zu sagen, ne? Ohne Details zu kennen, wie nachvollziehbar diese Fehldiagnose ist. Aber ja, auch ich habe Erfahrungen mit einem Arzt gehabt, der nicht bereit war zuzugeben, dass er etwas nicht kann. Man sollte einfach auch keine Minimaleingriffe führen, wenn man unter beginnendem Parkinson leidet. War er nicht bereit einzusehen. Ich war noch nicht so schnell aus einer Arztpraxis draußen. Wie ein Mann, der seine Hände nicht mehr voll unter Kontrolle hat, mit einem scharfen Gegenstand in der Hand. Nein. Gab es noch eine Befragung, oder? Also wie vertrauenswürdig sind Ärzte, die sich Fehler eingestehen können? Keine Ahnung, wenn, dann habe ich sie noch nicht gesehen. Ich persönlich mag Ärzte, die mir klar ihre Grenzen kommunizieren. Ich bin mir aber durchaus bewusst, dass es nicht bei allen PatientInnen da draußen auf Gegenliebe stößt. Ich glaube, das ist ein großes Problem tatsächlich. So in der Gesamtbevölkerung, ne, gerade auch in den verschiedenen Schichten. Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade aktuell ältere Personen vielleicht das gar nicht so gern haben, wenn sie das Gefühl haben, ihr Arzt oder ihre Ärztin weiß Dinge nicht, ne, weil das sehr schnell dann so einen Inkompetenzgedanken aufwirft. Ich habe aber tatsächlich, wie gesagt, da jetzt keine Befragung zum Auge, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Problem ist. Dass es dann auch zu Vertrauensverlust führt, ne,
Smet Bonia schreibt es auch gerade, dass man, also dass viele ÄrztInnen da vorsichtig sind. Ne? Das kann ich mir schon, also das kann ich mir schon vorstellen. Das ist auch nicht das erste Mal, dass wir darüber reden. Aber es würde erklären, warum ÄrztInnen teilweise halt sind, wie sie sind. Aber es führt eben auch dazu, dass sie natürlich ihre Grenzen überschreiten und dann Fehler passieren, was kacke ist. Also steht völlig außer Frage. Mir geht's halt wie The Lily, ne? The Lily schreibt, meine Hausärztin hat mir gegenüber schon einen Fehler eingestanden, das hat mein Vertrauen in sie gestärkt. Andererseits habe ich in meinem Bekanntenkreis jede Menge Männer, mit denen das nicht funktionieren würde. Das unterschreibe ich so, ne? Also, ich habe in meinem Bekanntenkreis jetzt nicht so viele Männer, mit denen das nicht passieren würde, aber ich glaube, ich habe auch eine sehr privilegierte, recht bildungsstarke Bubble, ne? Und mit sehr, sehr wenig irgendwie so Alpha-Männchen und so anderem Gedöns. Wo die Leute grundsätzlich eher reflektiert sind. Ich bin im Wissenschaftsumfeld, also was soll ich sagen? Wir sind nicht gefeit davor, aber ich behaupte, es gibt eine gewisse Tendenz. Genau, und wenn es dann heißt, dann müssen sie zum Spezialisten, beziehungsweise ich saß schon mal bei einer Hausärztin, die meinte, sie wissen aber schon, dass die Fachärztin dafür nebenan sitzt, ne, und sie jetzt zu mir gekommen sind. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, was ich da jetzt machen soll. Wir können aber mal was versuchen. So. War für mich voll in Ordnung. So, weil ich wusste, woran ich bin. Und ich hätte im Zweifel immer noch sagen können, ach nee, ich habe keinen Bock auf Experimente, dann gehe ich lieber zur Ärztin nebenan, die sich damit auskennt. Aber das scheint offensichtlich nicht allen so zu gehen. Zudem, hier fehlt übrigens, was muss man übrigens groß schreiben, fehlt im Klinikalltag oft die Zeit für längere Gespräche, was die Kommunikation zwischen dem ärztlichen Personal und der Patientenseite weiter beeinträchtigt. Auch ein wichtiger Punkt, ne? Da sind wir wieder bei dem, was Delaney irgendwie vor einer Weile geschrieben hat, von wegen Ärztinnen sind halt inzwischen hauptsächlich Business Owner und nicht mehr HeilerInnen. Das ist ein Problem. Dass die Wirtschaftlichkeit hier so in den Vordergrund gerückt ist. Ich bin mal gespannt, was die geplanten Reformen da eventuell ändern. Ein Problem, das nur auf höherer Ebene angegangen werden kann. In den Kliniken braucht es eine andere Personalpolitik, sagt sie. Politisches Engagement wäre ebenfalls notwendig, um Hilfsangebote bekannter zu machen. Auch würden Patienten von einem regelmäßigen Austausch zwischen den Ärztekammern und der UPD profitieren. Den gibt es bisher nicht. Das wäre aber schön, sagt Anja Lehmann. Valerie Hofmeister hat gelernt, selbst Initiative zu ergreifen. Die Erlebnisse haben sie darin bestärkt, direkt auf ihre Intuition zu hören. Wenn ich ein Problem habe, poche ich nun darauf, dass ich einen Termin und eine Behandlung bekomme. Ich denke, dem muss man nichts weiter hinzufügen.